Hallo meine lieben Feuerzeichen, herzlich willkommen alle Widder, Schützen und Löwen für euer Reading aus dem Tarot für die erste Oktoberhälfte. Ja, meine Lieben, ich begrüße auch alle Zuseher, die heute zum ersten Mal bei mir eingeschaltet haben und speziell für euch möchte ich natürlich ganz kurz erklären, wie diese Legung zustande kommt. Es ist so, dass diese Legung verschiedene Positionen beinhaltet, die ich euch dann natürlich erklären werde. Und ich mische dann das gesamte Tarot-Deck durch und konzentriere mich während des Mischens immer auf eine jeweilige Position und warte, bis eine Karte herausspringt. Manchmal wollen auch zwei Karten gleichzeitig springen, das war hier zweimal der Fall, dann lege ich die auch beide auf. Wenn dann alle Karten liegen, verbinde ich mich in einer Meditation mit der geistigen Welt. Ich bitte um Impulse und weitere Anregungen für die Deutung. Ja, also manchmal erhalte ich da wirklich zusätzliche Infos, die man jetzt nicht aus der reinen Kartendeutung vielleicht ersehen hätte können und bringe euch jetzt dann alles in einen Gesamtzusammenhang. Wichtig dabei ist bei diesen allgemeinen Legungen, dass diese Legung auf dich zutreffen kann, aber natürlich nicht muss. Ja, für alle wird es natürlich nicht stimmig sein. Schau einfach zu, ein paar Minuten, dann wirst du merken, ob du damit in Resonanz gehst oder nicht. Und wenn du dich hier gar nicht wiederfindest, dann kann ich dir auch noch raten, das Reading für deinen Aszendenten oder dein Mondzeichen anzuschauen, falls diese Zeichen aus einer anderen Elementegruppe sind. Ja. Meine Lieben, ich habe eine Gesamtenergie für euch gezogen. Ja, also gezogen, springen lassen. Ich wollte wissen, welche Energie jetzt hauptsächlich für euch wichtig ist in dieser ersten Oktoberhälfte. Und da fiel die Königin der Schwerter. Die hatten wir schon in der Mitte September-Legung, glaube ich, in dem Reading enthalten. Und als Gesamtenergie sagt sie mir ganz klar, ihr seid vollkommen in eurer Klarheit. Ja, die Königin der Schwerter ist für mich einfach der Inbegriff in Klarheit. Sie ist eine Frau, die sich aus Fesseln befreit hat. Ja, ihr seht hier an der Hand der Königin hängt hier noch ein Stück von der alten Fessel. Sie hat ihr Schwert erhoben und sie weiß ganz klar, was sie möchte und vor allem auch, was sie nicht möchte. Ja, also das heißt, ihr könnt weiter in dieser Energie jetzt oder mit Unterstützung, mit energetischer Unterstützung für eure Klarheit rechnen. Im Oktober, ja, dass ihr wirklich gut auf euch selbst achtet, dass ihr genau wisst, was tut mir gut und was tut mir nicht gut, was will ich keinesfalls mehr in meinem Leben, ja, da kommen wir dann noch dazu. Und insofern eine tolle Karte. Und es ist sehr interessant, ihr seid ja als Feuerzeichen selbst die Königin der Stäbe. Ja, und wir haben hier in der Legung, wenn ihr mal schaut, wir haben die Schwertkönigin, die Kelchkönigin und die Münzkönigin. Das heißt, ihr seid für diesen Oktober mit allen weiblichen energetischen Kräften gerüstet. Ja, also das heißt, ihr könnt eure weibliche Kraft vollkommen zum Ausdruck bringen jetzt im Oktober mit allen Elementen. Und das finde ich super schön. Ja, das kommt nicht oft vor in den Legungen, dass wir wirklich jetzt die anderen drei Königinnen quasi mit in der Legung haben, die euch ihre Energie ebenfalls zur Verfügung stellen. Ja, und von der Königin der Schwerter, wie gesagt, habt ihr also diese Klarheit. Ich nehme hier auch ganz stark wahr, dass den Begriff Grenzen setzen. Ja, also Grenzen setzen, wie weit lasse ich andere Menschen an mich heran, wie weit involviere ich mich in andere Verstrickungen, was lasse ich mit mir machen und was nicht. Ja, also all diese Aspekte kommen mir hier ins Bewusstsein bei dieser Karte. Ich frage dann an dieser Position, aus welcher Energie kommt ihr? Ja, was hat euch jetzt vielleicht die letzten Tage so begleitet? Und da fiel auch eine wundervolle Karte, nämlich das Ass der Stäbe. Ja.
Die Astkarten im Tarot sind immer Chancen und Möglichkeiten. Und ich nehme ganz klar wahr, ihr seht in eurer Entwicklung derzeit ganz klar die Chance auf ein wirklich neues Erleben eurer selbst. Ich möchte gar nicht so sagen neues Leben, sondern es ist wirklich ein, ihr seht euch mit neuen Augen. Ja, ich nehme hierzu wahr, ihr habt wirklich Lust auf Abenteuer, auf Leben, auf Unternehmungen. Das Ass der Stäbe, das passt auch so gut zu euch. Ja, ist ja auch Feuerelement. Und ich nehme hier wirklich so wahr, dass viele von euch jetzt Lust auf neue Dinge haben. Ihr Leben vielleicht auch neu sortiert haben, sich selbst neu ausgerichtet haben. Also ganz toll, und da scheint ihr jetzt in den letzten Tagen auch viel drüber nachgedacht zu haben. Ja? Erkenntnisgewinnung. Ja? Was will ich nicht mehr? Wie soll es in Zukunft laufen? Also super Karte hier in eurer jüngsten Vergangenheit. Dann an nächster Position frage ich nach der aktuellen Energie. Also wie fühlst du dich vielleicht jetzt gerade in dem Moment, ja, in dem du das Video guckst? Und da fiel jetzt die zweite Königin quasi, die Königin der Kelche. Und das ist ja eine sehr, sehr intuitive Königin, ja, die auch sehr angebunden ist, sehr medial. Viele von euch haben jetzt auch in den letzten Wochen Zugang erhalten wirklich zu Botschaften aus der geistigen Welt. Ich bekomme auch viele Nachrichten, dass sich diese Verbindung zu euren Engeln oder mit welchen Wesen ihr auch immer euch verbindet, ja, dass diese verstärkt wurde, dass ihr auch Botschaften in Träumen erhaltet. Ja, all diese Dinge, diese krassen Gegensätze zwischen der Kelchkönigin und der Schwertkönigin, ja, ist hier auch, sind sehr interessant. Die Königin der Schwerter, ja, die also wirklich so fast kühl und auch so ein bisschen abweisend ist, ja, und fast ein bisschen herrisch, würde ich fast sagen. Und dann aber auch diese Attribute dieser gefühlvollen, intuitiven Königin der Kelche. Vor allem, was ich zu der Karte auch ganz stark wahrgenommen habe, diese Kelchkönigin hält ja ihren gefühlten Kelch hier bereit. Und für mich hat es hier auch sehr viel mit Selbstliebe und Selbstwertschätzung zu tun. Das heißt, ich kenne ja jetzt das ganze Reading schon, deswegen kann ich hier ein bisschen vorweggreifen. Es geht für dich vor allem darum, diesen Kelch, ja, den du dir mit Selbstwertschätzung und Selbstliebe gefüllt hast, wirklich für einen ganz besonderen Menschen aufzubewahren. Ja? Deinen Kelch quasi in Ehren zu halten, bis wirklich ein anderer Mensch auf dich zukommt, der ebenfalls einen gefüllten Kelch hat, den er dir reichen kann. Ja, also ich nehme hier auch sehr stark dieses Gefühl der Selbstliebe und Selbstwertschätzung wahr. Und ich habe dann gefragt, wie entwickelt sich die Energie weiter in Richtung Monatsmitte, und da fiel der Eremit. Und es ist auch eine sehr passende Karte, wie ich finde, denn ich nehme hierzu stark wahr, dass es für dich jetzt darum geht, dich wirklich auf dich selbst zu besinnen. Viele Feuerzeichen, weiß ich auch aus den Nachrichten, die ich erhalte, ja, hatten in der letzten Zeit immer dieses Gefühl, sie würden gern noch mehr bei sich selbst ankommen, würden gerne noch unabhängiger sein, emotional unabhängiger, nicht verstrickt in alte Geschichten, ja, sondern wirklich bei sich selbst. Und hier scheinen die Energien im Oktober sehr, sehr günstig dafür zu sein. Der Eremit steht ja genau für diesen Rückzug, für Selbsterkenntnis, ja, die Stille suchen, mit sich sein, wirklich seinen eigenen Weg finden. Hierfür ja auch diese Laterne und den Stab, ja, er erkennt den eigenen Weg. Und es passt ja auch unglaublich gut hier zur Gesamtenergie der Königin der Schwerter.
Und ich muss gleich weitermachen, weil es eben alles so dermaßen im Zusammenhang nur wirklich deutlich wird. Hier an der Position frage ich ja, was kommt von außen eventuell auf dich zu? Und hier fiel der Page der Kelche zusammen mit den vier Münzen gleichzeitig aus dem Deck. Und hierzu nehme ich eigentlich zwei Szenarien wahr. Entweder es kommt jemand von außen auf dich zu mit einem Liebesangebot. Ja? Es könnte jemand sein, den du bereits kennst, oder es könnte auch jemand sein, der ganz neu in dein Leben kommt. Die vier Münzen legen allerdings nahe, dass es eventuell jemand ist, den du aus der Vergangenheit bereits kennst. Derjenige kann dich vielleicht nicht loslassen. Die vier Münzen stehen immer für Festhalten, für Klammern, für etwas behalten wollen. Also es könnte sein, dass hier ein Liebesangebot kommt von außen, von jemandem, den du bereits kennst und der jetzt ja, dir quasi signalisiert, ich kann dich nicht vergessen, ich möchte unsere Beziehung wieder aufleben lassen, ich möchte den Kontakt behalten. Ja, und da wird jetzt von dir quasi eine Entscheidung gefordert, wie gehst du damit um? Und ich möchte jetzt hier ausnahmsweise mal die Karte an der Unterseite des Decks zeigen. Es handelt sich hier eventuell um ein Erdzeichen. Wir hatten jetzt schon öfter mal in der Feuerzeichenlegung Erdzeichen, die eine Rolle spielen. Und es ist zwar hier der Page der Kelche, ist ein Wasserzeichen, aber die Karte an sich steht eigentlich weniger jetzt für einen Vertreter der Wasserzeichen, sonst wäre hier eventuell der Ritter oder der König der Kelche gefallen, sondern der Page steht mehr für dieses Liebesangebot. Und das könnte eventuell von einem Münzzeichen kommen. Ja, also von einem Stier, Steinbock oder einer Jungfrau, den du bereits kennst. Hierfür würden eben auch diese vier Münzen noch stehen, ja, weil die Erdzeichen ja doch auch oft sehr anhaftig sind, ja, und klammern und eventuell nicht loslassen können. Und da liegt es an dir hier, wie du damit umgehst. Das ist das erste Szenario. Ich möchte euch aber auch noch sagen, was ich noch empfangen habe. Es könnte auch sein, dass also vielleicht sogar dieses Erdzeichen auf dich zukommt, ja, mit seinem Liebesangebot und du bemerkst, dass du doch nicht ganz über diesen Menschen, sei es jetzt männlich oder weiblich, das ist ja bei dem allgemeinen Reading jetzt gleich, nicht drüber hinweg bist, ja, und dass du dann extremst hoch dein Schwert erhebst, weil du eigentlich weißt, ich möchte mich auf diese Verbindung nicht mehr einlassen. Ja, könnte natürlich aber auch sein, dass du merkst, wie sehr du noch an demjenigen hängst oder an derjenigen und möchtest dich darauf einlassen. Das lässt diese Legung hier offen. Wir erhalten danach aber eigentlich noch einen sehr brauchbaren Rat der geistigen Welt hier oben. Okay? Denn wenn ich jetzt weiter frage nach deinen Hoffnungen oder Ängsten, fällt hier mit dem Narren eine tolle Karte, die mir aber ganz klar sagt, du möchtest auf jeden Fall, ganz gleich, ob mit diesem Menschen, der hier auf dich zukommt oder nicht, einen absoluten Neubeginn. Reset auf Null. Der Narr als allererste Karte des Tarots stellt alles auf Null. Also ganz gleich, ob du mit diesem Menschen bereits in einer Verbindung warst oder bist, oder ob du jetzt wirklich sagst, nein, ich möchte jetzt aktuell überhaupt niemanden in meinem Leben, ich möchte mich ganz auf mich selbst konzentrieren, ja, für beide Fälle liegt der Narr in deiner Hoffnung, dass es dir gelingt, wirklich alles auf Null zu stellen. Ja? Für den Fall, dass du doch überlegst, eventuell mit diesem Menschen, der hier eventuell auf dich zukommt, nochmal eine Verbindung einzugehen, wäre es dir also auch wichtig, hier wirklich vorher Tabula Rasa zu machen und alles auf Null zu stellen.
Das ist deine Hoffnung und passt ja auch wundervoll hier zum Ass der Stäbe. Das Ass der Stäbe ist gerade diese Chance auf einen kompletten Neubeginn. Ohne Altlasten, ja? Ohne alte Verletzungen, ohne irgendwas aus der Vergangenheit mitzuschleppen. Und ich frage ja dann hier, wie entwickelt sich denn jetzt die ganze Geschichte weiter in Richtung Mitte Oktober? Also immer in Verbindung natürlich mit dieser Karte hier unten. Und da fällt wieder eine große Arcana-Karte, nämlich die Kraft. Und es passt ja super gut, ja? Denn aus dieser, möchte ich sagen, Phase der Erkenntnis, dieses Rückzuges, ja, dieses ganz auf dich besinnen, erwächst ja eben diese Kraft. Und bei der Karte geht es ja darum, wirklich diese Energien hier von Schwertkönigin und Kelchkönigin ins Gleichgewicht zu bringen. Ja, denn wenn du jetzt mit etwas, was dir vielleicht Angst macht, oder sehen wir jetzt gleich noch hier oben mit dem Teufel, von dem du dich vielleicht bedroht fühlst, ja, wenn du damit in der Energie der Schwertkönigin umgehen würdest, würdest du diesen Löwen hier vielleicht mit Waffen bedrohen, ja, oder wärst sehr viel grober mit ihm, aber du hast hier eine Methode gefunden, diesen Löwen zu zähmen, ja, auf eine sehr sanfte und liebevolle Art und Weise. Die Kraft sagt immer auch aus, dass du in allem, was hier passiert, göttlich beschützt bist. Dieses Unendlichkeitssymbol über dem Kopf der Frau garantiert dir göttliche Führung. Also, ganz gleich, ja, was hier von außen auf dich zukommt, du wirst damit umgehen können. Ja? Und zwar auch aufgrund deiner gewonnenen, wie soll ich sagen, Intuition, Anbindung an die geistige Welt und damit die verstärkte Spiritualität in deinem Leben. Ich nehme hier wahr, dass wirklich viele von euch sich in den letzten Wochen unglaublich viel mit ihrer eigenen Spiritualität beschäftigt haben. Ja, dass ihr wirklich versucht habt, den Sinn hinter diesen ganzen Ereignissen der letzten Wochen und Monate herauszufinden. Und daraus erwächst eine unglaubliche Kraft in euch. Und hier kommt mir gerade wieder so dieser Begriff, diese weibliche Kraft, diese sanfte, in Verbindung mit der Klarheit. Denn die braucht ihr auch, denn ich habe natürlich jetzt am Schluss noch nach dem Rat der geistigen Welt gefragt und da wollten auch zwei Karten gleichzeitig aus dem Deck springen und zwar die Königin der Münzen zusammen mit dem Teufel. Wir haben jetzt hier also die dritte Königin und die Münzkönigin steht ganz klar für Selbstwertgefühl, ja, sich seines eigenen Wertes bewusst sein und in Verbindung mit dem Teufel muss ich euch ganz klar sagen, dass ich bezogen auf das, was eventuell, ich lege den Münzkönig hier mal dazu, von außen auf dich zukommen könnte, absolut gefragt ist, deinen Selbstwert zu behaupten. Ja? Das bedeutet, wenn du in der Vergangenheit Erfahrungen gemacht hast, die dir und deiner Seele nicht gut getan haben, in Verbindung mit einem anderen Menschen. Und dieser Mensch eventuell wieder auf dich zukommt. Es könnte sich um ein Erdzeichen handeln, muss es natürlich nicht. Kann auch jemand in der Energie eines Erdzeichens sein. Ja, also eher so der rationale, der Verstandesmensch, ja, nicht so emotional, ja, sondern eher so der, ja, einfach so ein bisschen bodenständigeren Typ. Wenn diese Erfahrungen für dich nicht gut waren, wenn du vielleicht Verletzungen erlitten hast, wenn dein Selbstwert unter dieser Verbindung gelitten hat, dann sagt dir die geistige Welt ganz klar, begib dich nicht wieder in emotionale Abhängigkeit. Ihr wisst, der Teufel steht für Abhängigkeiten.
Sicherlich kann man jetzt auch Suchtverhalten darunter verstehen. Ja, da geht es um alle möglichen Süchte. Dafür steht der Teufel auch. Und das möchte ich auch immer erwähnen, weil es dann doch immer mal für den einen oder anderen zutrifft, dass man zum Beispiel, weil man wieder in alte Muster zurückfällt, vielleicht dann auch wieder beginnt zu rauchen oder zu viel trinkt oder was weiß ich. Aber da würde ja die Münzkönigin genauso passen. Da sagt ja auch die geistige Welt, ist denn er oder sie das wert, ja, dass du jetzt hier wieder in alte Verhaltensmuster fällst, die dir nicht gut tun. Und wenn jetzt mit dem Teufel letztendlich der Mensch an sich gemeint ist, ihr wisst jetzt, wie ich das meine, ja, also Teufel im Sinn von, er oder sie stellt eine Gefahr für dich dar, im Sinne von emotionaler Abhängigkeit, dann rät dir die geistige Welt ganz klar, wirklich in deiner Kraft zu bleiben, dein Schwert zu erheben, zu sagen, ich weiß, was ich mir wert bin. Und ich finde es auch so wunderschön, an der Schwertkönigin sehen wir noch die abgetrennte Fessel. Und hier siehst du die beiden Menschen, die aneinander gekettet sind. Und die geistige Welt sagt ganz klar, du bist mehr wert, als dich wieder in eine emotionale Abhängigkeit zu begeben. Denn du hast durch die Erkenntnisgewinnung der letzten Wochen und Monate in eine Kraft gefunden, in deine weibliche Kraft, ja, die sich mit dem Teufel in der Art und Weise, wie es vielleicht früher mal war, nicht mehr einlässt. Ja? Und wenn ihr mal die beiden Karten betrachtet, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich hier sehe, dieser Page reicht den Kelch und sehe dann diesen Mann, der hier klammert an seinen Münzen, dann kommt mir das schon so vor, dass es eventuell sein könnte, dass hier jemand vielleicht ein anderes Gesicht zeigt und auf dich zukommt, um dich dann aber wieder abhängig zu machen, um dich dann wieder in seinen Griff zu bekommen, so nehme ich das wahr. Und mit dem Teufel hier, der in der geistigen Welt fallen wollte, als Ratschlag, ja, gebe ich euch den Rat weiter, vorsichtig zu sein. Wenn also jemand auf dich zukommt, wirklich mit eventuell sehr schmeichelhaften Botschaften, Nachrichten, was immer auch, ja, sei vorsichtig. Ja, bleibe wachsam. Also das habe ich deutlich vernommen. Sag dir immer wieder, was du dir wert bist, dass du dir deine Unabhängigkeit erkämpft hast, dass du Kraft gewonnen hast, dass du nicht mehr in alte Dinge rutschen möchtest, sondern komplett neu starten. Auch wenn es mit diesen Menschen sein sollte, ja. Aber nicht mehr, wie es mal war. Das ist ganz wichtig. Nicht mehr, wie es mal war. Du hast jetzt die Kraft dazu, ja, anders damit umzugehen. Du bist nicht mehr der gleiche Mensch, wie du der Mensch vor, was weiß ich, 6 Monaten warst. Das möchte dir diese Legung hier sagen. Also sehr intensiv. Ja, wie ich finde, sehr intensiv, auch hoch, diese Energien jetzt, so habe ich es wahrgenommen. Ich bin gespannt. Schreibt mir bitte in den Kommentaren. Ich bitte euch wieder, lieber zu kommentieren, als mir persönlich Nachrichten zu schreiben. Ich habe nach den letzten Readings, auch vor allem nach dem Mondreading, nach dem Neumondreading, so viele Nachrichten erhalten. Ich kann sie leider nicht alle beantworten. Das ist das sind dann einfach zu viele. Bitte kommentiert, da freue ich mich unglaublich darüber, lese ich auch alle Kommentare, die anderen können es auch lesen. Ja, und wenn ihr mir persönliche Nachrichten schreibt, geht davon aus, ich lese sie schon, aber ich kann nicht alle beantworten. Ja, das wäre ganz lieb, wenn ihr da Verständnis für mich habt. Das kommen manchmal am Tag 50 E-Mails, das überflutet mich. Ich mache dann mein Mailprogramm auf und sehe so viele Nachrichten. Da möchte ich am liebsten gleich den Laptop wieder zumachen.
weil es mir dann so leid tut, dass ich nicht alle auf alle eingehen kann. Ja, meine Lieben, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr mich bei Facebook besucht. Und dann wünsche ich euch eine schöne erste Oktoberhälfte und wir hören uns dann Mitte Oktober wieder für den Ausblick für die zweite Hälfte des Monats. Bis bald, eure Uli. Tschüss.